Liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie Harald Lesch. Er ist deutscher Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Hörbuchsprecher. Er ist Professor für Astrophysik an der Ludwig-Maximilian-Universität München und Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. Er hat vor kurzem eine Sendung produziert, die man noch im ZDF-Mediathek sich ansehen kann. Die Frage, gibt es Gott? Vielen Dank an Berthold, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ich habe mir die Sendung mit Interesse letzte Woche angesehen. Die Frage, gibt es Gott? Jetzt werden Sie denken, das Thema interessiert mich nicht. Sie wären ja heute Morgen vermutlich nicht da, wenn das für Sie eine Frage wäre. Trage ich also Eulen nach Athen? Ich nehme ein Thema, das eigentlich hier in Paul Gerhardt niemand interessiert. Gut, für sich haben Sie die Frage vermutlich beantwortet, ich für mich ja auch. Aber wie sieht es aus für Menschen, die auf der Suche sind? Der Apostel Petrus schreibt in 1. Petrus 3, Vers 15, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Klingt ein bisschen kompliziert, deswegen habe ich mir eine andere Übersetzung noch zur Brust genommen, nämlich Hoffnung für alle. Da versteht man das etwas leichter. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. So, jetzt bekommt das Thema eine andere Wendung. Was sagen Sie, wenn Sie mit Kollegen, Freunden, Nachbarn irgendwie ins Gespräch kommen und die sagen, es gibt Gott nicht? Oder wie kann ich an Gott glauben? Das ist nochmal eine andere Frage, als wenn ich es für mich beantworte. Und Petrus sagt, wir sollen bereit sein, Rechenschaft abzulegen über unsere Hoffnung. Ich weiß nicht, ob Sie solche Diskussionen schon endlos geführt haben oder noch nie geführt haben. Ich halte sie für wichtig. Ich halte sie für sehr wichtig. Letzten Mittwoch habe ich ein Gespräch mit einem jungen Mann geführt, genau um diese Frage. Er hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, er hat da einige Fragen und hatte den Mut gehabt, einen Pfarrer sich als Gesprächspartner zu suchen. Das habe ich ihm auch gesagt, ich finde das sehr mutig. Und es ging um diese zentrale Frage, gibt es einen Gott? Was sage ich dem jungen Mann? Er ist davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Er hat die Konfirmation durchlaufen lassen, für sich das Glaubensbekenntnis uminterpretiert, damit er sich konfirmieren lassen konnte. Aber schon damals hat er Zweifel gehabt, dass es einen Gott gibt. Wie würden Sie diesem jungen Mann helfen? Was würden Sie ihm sagen? Wir können doch nicht einfach sagen, dafür gibt es ausgeprägte Fachpersonal, die sollen das machen. Petrus sagt, wir sollen, jeder von uns soll Rechenschaft darüber ablegen. Also lassen wir uns mal auf diese Frage ein. Vor 500 Jahren zur Zeit von Martin Luther hätten die Leute über diese Frage gelacht. Gibt es einen Gott? Die hätten gelacht, natürlich. Ich glaube, man hätte in ganz Europa an einer Hand auszählen können, wie viele Leute nicht an Gott glaubten. Und es wäre ihnen schlecht bekommen, wenn sie das öffentlich gesagt hätten. 200 Jahre später war den Menschen das Lachen vergangen. Und 100 Jahre weiter hat sich das Blatt geändert. Friedrich Nietzsche, geboren 1844, von dem stammt dieser Slogan, Gott ist tot. Ich möchte den Zusammenhang lesen, den Sie auch hier auf dem Beamer finden. Gott bleibt tot. Wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? In dem Zusammenhang kommt also das Zitat, Gott ist tot. Seitdem steht das im Raum und es steht immer mehr im Raum. Die Zahl der Atheisten hat die Zahl der Kirchenzugehörige in Deutschland inzwischen überschritten.
eine Zeitenwende bei uns. Vielleicht kennen Sie Dan Brown, den Schriftsteller, der verschiedene Bücher geschrieben hat. Und mit ihm möchte ich mal einen Sprung in unsere Zeit machen. Es gibt ein Interview mit Dan Brown. Er wurde gefragt: Mr. Brown, ist die Wissenschaft an die Stelle Gottes getreten? Brown antwortete: Lassen Sie es mich so sagen. Ich denke nicht, dass unsere 2000 Jahre alte Vorstellung von Gott den wissenschaftlichen Fortschritt überstehen wird. Frage: Das heißt, wir brauchen Gott nicht mehr. Brown: Gott hat zwei Funktionen. Er gibt uns einen moralischen Rahmen für unser Handeln vor und er spendet Trost durch die Vorstellung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dann wurde weiter gefragt: Glauben Sie daran? Er antwortete: Naja, wenn ich nicht darauf wetten muss, würde ich sagen, der Tod ist das Ende. Danach kommt nichts mehr. Für mich liegt das Göttliche in der Verbindung zwischen Menschen, im großen Netzwerk unserer Spezies. Durch die technologische Entwicklung wird diese Verbundenheit so stark zunehmen, dass wir keinen übergeordneten Gott mehr benötigen. Ich habe das deswegen als Ansicht Ihnen vorgelegt, weil das weit verbreitet ist. Und wir kommen, oder mir geht es so, auf viele Gesprächspartner, die eine solche Ansicht auch vertreten. Und ich dachte, setzen wir uns mal damit auseinander. Was würden Sie dazu sagen? Der erste Kritikpunkt bezieht sich auf den Satz: Unsere alten Vorstellungen von Gott wird den wissenschaftlichen Fortschritt nicht überstehen. Dahinter steht die Ansicht, dass im Lauf der Zeit die Menschen deswegen ein Gottesbild entwickelt haben, weil es viele Rätsel in der Naturwissenschaft gab. Zeus, derjenige, der für Blitz und Donner verantwortlich ist. Die Menschen konnten sich nicht erklären, wie das Gewitter entsteht. Die wussten über diese physikalischen Zusammenhänge gar nichts. Da müssen Götter sein, so die Auffassung. Gott wird ein Lückenbüßer. Und je mehr die Naturwissenschaft erklären kann, wie welche Phänomene sind, geht Gott als Lückenbüßer zurück. Und man muss ihn dann noch verteidigen, wo noch die letzte Lücke ist, um den Glauben an ihn aufrechtzuerhalten. Sterne, Planeten wurden zu Göttern gemacht. Mars zum Beispiel. Wir können das in dem Aberglauben der Horoskope bis heute ja auch wiederfinden. Ja, es ist richtig, dass der wissenschaftliche Fortschritt diesen Lückerbüßer-Gott-Glauben zurückgedrängt hat. Das glaube ich sehr wohl. Die Welt lässt sich auch ohne Gott gut erklären. Diese Religionskritik ist nicht von der Hand zu weisen, weil sie beruht darauf, dass Menschen sich ein Bild von Gott gemacht haben. Aber in diese Kategorie passt unser Glaube an den Sohn Jesus Christus überhaupt nicht. Ich bin davon überzeugt, dass Wissenschaft und Glaube nicht im Widerspruch zueinander stehen. Ich fand die Sendung von Professor Harald Lesch zu diesem Thema sehr interessant. Natürlich hat er keine Predigt gehalten, aber zwischen den Zeilen war er doch recht deutlich. Und mir scheint, dass Dan Brown nicht alles mitbekommen hat, was auf dem Feld von Glaube und Naturwissenschaft sich heute abspielt. Der zweite Kritikpunkt bezieht sich auf den Satz: Gott hat zwei Funktionen. Er gibt uns einen moralischen Rahmen für unser Handeln vor und er spendet Trost durch die Vorstellung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Fast wörtlich hat der junge Mann das am letzten Mittwoch so gesagt. Also diese Vorstellungen wabern durch unsere Zeit. Was sagen wir dazu? Dieser moralische Rahmen, auf den bin ich gestoßen, als ich das Gottesbild von Immanuel Kant untersuchen durfte. Für ihn war es unwahrscheinlich wichtig, Immanuel Kant, geboren 1724. Gott ist für ihn sozusagen der moralische Leitplanken. Ohne dem würde Moral wegbrechen. Das ist für ihn eine Notwendigkeit. Und so argumentieren viele, wir brauchen Gott, damit es moralische Größen gibt, sonst haben wir das Chaos. Und der Trostspender.
Weil wir einen Trost brauchen im Angesicht des Todes, brauchen wir die Erfindung von Gott. Und wie bei dem Lückenbüßerglauben der Naturphänomene haben wir hier menschliche Bedürfnisse, Moral oder Trost. Und wieder ist Gott ein Lückenbüßer für unsere menschlichen Bedürfnisse. Einfach ausgedrückt, Gott existiert oder Gott wurde erfunden, weil wir ihn brauchen. Und wenn wir Gott nicht mehr brauchen, dann können wir ihn auch getrost zur Seite schieben. Beide Kritikpunkte an Gott erklären, warum Menschen solche Bilder von Gott erfunden haben. Führend ist darin Ludwig Feuerbach, geboren 1804. Der hat gesagt, Gott ist eine Projektion des Menschen, ein höher, heiliger Mensch. So ist die Vorstellung eigentlich von Gott. Menschen haben sich Vorstellungen von Gott gemacht und sie als solche projiziert, hausgemachte Gottesbilder. Liebe Gemeinde, diese Kritikpunkte sind schlüssig. Und fest steht, dass wenn Menschen sich Bilder von Gott machen, es Projektionen sind. Sie argumentieren eigentlich nur, dass Gott eine Erfindung des Menschen ist. Genauer muss man aber sagen, die Gottesbilder der Menschen. Ich gebe Ludwig Feuerbach recht, Friedrich Nietzsche oder Dan Brown, wenn sie das kritisieren, dass es Erfindungen von Menschen sind. Noch einmal, diese Kritikpunkte sagen aber nichts darüber aus, ob Gott wirklich existiert. Die falschen Gottesbilder, die Menschen sich machen, die existieren nicht. Aber existiert Gott? Diese Frage bleibt offen. Gibt es einen Gott? Mit dem jungen Mann habe ich auch über diese Frage dann weiter nachgedacht. Und im Großen und Ganzen, das möchte ich Ihnen auch als Hinweis geben, kann man in zwei Richtungen weiterdenken. Die eine Richtung, die geht in das philosophische, existenzielle oder intellektuelle, besser gesagt, philosophische, intellektuelle. Das heißt, man bringt Argumente pro und contra, was spricht dafür und so weiter und so fort. Es ist der Bereich der christlichen Apologetik. Es gibt eine Reihe von Hinweisen, Indizien. Ich möchte sie nicht aufführen, weil das würde in ein Seminar ausarten. Und es gibt auch ein Kontra. Wir leben in einer Weltanschauung, die man materialistisch nennen kann. Es gibt nichts Göttliches, es gibt keine Seele. Der Mensch ist ein hochentwickelter Organismus, der vom Gehirn gesteuert wird. Selbstbewusstsein, Bewusstsein ist eine Illusion. Man sieht, es gibt nur das, was man sieht, und was man nicht sieht, existiert nicht. Wenn ich mich mit Atheisten beschäftigt habe, literarisch oder in Gespräch, habe ich immer festgestellt, dass die ein ganz bestimmtes Gottesbild haben. Und sie kämpfen gegen dieses Gottesbild. Selbst in meiner Verwandtschaft gibt es welche, die überzeugte Atheisten sind. Und wenn man dann dahinter fragt, haben sie ein Gottesbild, da sage ich, das ist aber nicht meins. Und nicht so, wie es mir in der Bibel begegnet. Diese Diskussion in dem Bereich philosophisch-intellektuell kommt nie zu einem Schluss. Nie. Das ist eine endlose Diskussion. Und der Sinn liegt darin, dass es auch keine Beweise gibt. Der andere Bereich ist der persönlich-existenzielle Bereich. Man müsste eher sagen, der seelsorgerliche Bereich. Wie antworte ich Menschen, die wirklich auf der Suche nach Gott sind? Das ist eine völlig andere Frage. Wenn jemand auf der Suche nach Gott ist und meine Unterstützung dabei haben möchte, Hindernisse zum Glauben zu überwinden, dann bin ich gern bereit, darauf einzugehen. Und es gibt einige Hinweise. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Die Schöpfung, sagt Paulus, ist ein Hinweis darauf, dass es einen Schöpfer gibt. Ich könnte jetzt weiter über die Naturkonstanten reden und so, aber ich will das jetzt mal an dieser Stelle nicht tun. Für mich, in meinem Glauben, spielte eine ganz wichtige Rolle, und das habe ich dem jungen Mann auch gesagt, die Frage der Auferstehung. Wissen Sie, als Jesus lauter Wunder gemacht hat, dann hat er immer wieder gesagt, psst, nicht weitersagen. Mit einer Ausnahme. Das war die Auferstehung. Da ist er hingegangen und hat versucht, seinen Jüngern zu beweisen, dass er auferstanden ist von den Toten.
Meine Vermutung ist, dass Gott keine Beweise von sich haben möchte. Es gibt Hinweise, Indizien, aber keine Beweise. Ich habe zum jungen Mann gesagt, glauben Sie, dass der Mensch eine Seele hat? Das ist so eine Kernfrage. Selbst Atheisten glauben manchmal noch, dass es vielleicht eine Seele gibt. Er glaubte, dass die Tiere eine Seele haben und merkte dann, im Umkehrschluss müsste ja eigentlich auch der Mensch dann eine haben. Und ich fragte ihn dann, wo kommt die Seele denn dann her? Sie kann nicht sich biologisch entwickelt haben aus einer Eizelle, die Seele. Sie ist aus einem anderen Stoff. Woher kommt sie denn? Ist es nicht nach dem Kausalprinzip von Ursache und Wirkung ein Hinweis darauf, dass es was anderes geben muss? Das war so ein Punkt zum Nachdenken. Aber beweisen kann man das nicht. Ich glaube ganz fest, dass Gott keine Beweise von sich haben will, dass er alle Beweise von sich vernichtet hat. Warum? Mir ist aufgefallen bei Jesus und seiner Mission, dass er Vertrauen, Glauben suchte und nie Beweise geliefert hat. Nehmen wir den Thomas. Dem Thomas hat er es gezeigt. Aber was hat er zu ihm gesagt? Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Und jetzt kommt's: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus wollte nicht rumgehen und Beweise machen und das in die Presse bringen, sondern er wollte den Glauben vom Thomas haben. Oh, dass ich es dir beweisen musste, Thomas, es wäre viel besser gewesen, du hättest mir geglaubt. Das ist viel höher. Wenn ich dir beweise, was soll das dann? Also, dann kann jeder glauben. Das ist nicht das, was Gott möchte. Oder nehmen wir die andere Geschichte, wo der Hauptmann von Kapernaum zu Jesus kommt und zu ihm sagt, du musst gar nicht zu mir kommen, du machst dich bei mir sowieso unrein, ich bin ja kein Jude. Es reicht, wenn du was sagst, wenn du sagst, dass mein Knecht gesund wird, dann ist alles in Ordnung. Und dann sagt Jesus, als er das hörte, wundert er sich, wandte sich um zu seinem Volk und sprach zu ihm, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Da ging sein Herz auf. Das ist das, was er haben wollte. Das ist seine Mission. Hätte es ihm beweisen können, aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will Vertrauen haben und nicht Beweise. Oder das letzte Beispiel, Vater des kranken Kindes. Der hat zu Jesus gesagt, wenn du etwas kannst, wenn du die Power dazu hast, Jesus, so erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein toller Satz, ein toller Satz. Und Jesus hat ihm geholfen. Wir halten uns also vor Augen, dass das, was Gott will, ist unser Vertrauen. Das ist sein Ziel, was er vor Augen hat. Und das liegt darin, dass in jeder Beziehung, die wir haben, Vertrauen das wichtigste Gut ist. Ist das Vertrauen in einer Beziehung zerstört, geht's auseinander. Aber ist Vertrauen da, dann lebt die Beziehung. Und Vertrauen ist ein Ausdruck der Liebe und damit auch ein Ausdruck des Gebotes, Gott lieben und den Nächsten, wie Jesus es gesagt hat. Beweise wären hinderlich. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einer Beziehung und fragen sich, ist diese Frau, der Mann, der Richtige fürs Leben? Und Sie gehen jetzt so mal drin vor, wie dieser junge Mann es gemacht hat. Sie sammeln Beweise, dass diese Frau die richtige Frau des Lebens ist. Sammeln Informationen. Und dann treffen Sie eine Entscheidung aus dem Kopf heraus und so. Nach 2 Jahren stellen Sie vielleicht fest, dass die Informationen nicht vollständig waren und sagen, Entschuldigung, ich lasse mich wieder von dir trennen, es haben sich neue Informationen ergeben. So läuft das in der Beziehung ja nicht. Informationen gehören dazu, aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt dann irgendwo einen Schritt, wo ich sage, ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich für diese Beziehung. Und natürlich ist es ein Risiko. Woher sollen wir wissen, wie es weitergeht? Ich entscheide mich, diese ausgestreckte Hand von Gott zu ergreifen. Es ist ein Risiko. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich vertraue ihm. Gott will uns diese Entscheidung lassen.
Er möchte, dass wir wie in jeder Beziehung diese Entscheidung treffen. Und Vertrauen war für Jesus wichtiger als dieses Fürwahrhalten. Es geht also nicht im christlichen Glauben in erster Linie darum, dass wir einen Kopfglauben haben, sondern dass wir eine Beziehung haben. Sie hören vielleicht raus, wie ich versucht habe, dem jungen Mann das zu erklären. Aber damit hat er enorme Schwierigkeiten gehabt. Er hat erwartet, dass ich ihm einen Kopfglauben nahebringe. Für ihn war das eine Überzeugung, die man hat oder nicht hat. Und er sagte mir, wenn er das vielleicht sich 100 oder 1000 Mal einredet, es gibt einen Gott, vielleicht kann er dann an Gott glauben. Ich sage, nein, das ist die falsche Richtung. Der christliche Glaube ist eine Vertrauenssache. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, es ist nicht eine Kopfsache. Die kann ich im Nachhinein dazu nehmen, aber es ist eine Beziehungssache. Interessant, dass Jesus denen, die geglaubt haben, Hinweise gegeben hat, im Nachhinein. Als er in Nazareth war, erinnern Sie sich an die Geschichte? Da hat man aufgefordert, auch Wunder zu tun, du bist doch der Wundertäter. Und er tat nicht ein einziges Wunder in Nazareth. Und die Begründung, weil kein Glaube war. Die Wunder waren also nicht Beweis, dass man an ihn als den Sohn Gottes glaubt, sondern andersrum, für den, der vertraut, der die Hand ausgestreckt nimmt, dem hat Gott im Nachhinein gezeigt, dass er der wahre Sohn Gottes ist. Und so habe ich es in meinem Leben auch erfahren. Wie oft habe ich in meinem Leben erfahren, dass Gott Gebete hört, dass er einen leitet, dass er einen führt. Ich habe zum jungen Mann gesagt, wenn ich von meinem Glauben Ihnen irgendwie per Spritze was geben könnte, würde ich das gerne tun. Aber so funktioniert Vertrauen nicht. Man muss sich darauf einlassen und dann erfahren, dass die Brücke, auf der wir gehen, trägt. Vertrauen wie Kinder vertrauen. Zusammenfassend, gibt es einen Gott? Meine Antwort ist abhängig darum, warum jemand fragt. Will er mit dem Kopf? Dann sage ich ja, da gibt es viele Argumente, aber das ist endlos, eine endlose Schleife. Manchen vielleicht hilfreich. Wichtig ist mir das Persönliche, fast schon Seelsorgerliche. Sich auf Gott einlassen, Mut zu machen, zu vertrauen, die Bibel zu lesen und zu erfahren, was ist das für ein Gott, der mir hier die Hand ausstreckt. Vielleicht helfen Ihnen diese Impulse auch in Gesprächen mit anderen und dazu möchte ich Sie ermutigen, ins Gespräch zu bringen. Nicht zu denken, Sie wissen zu wenig oder sonst was, wir überlassen es den Fachleuten. Nein, tun Sie das. Und in Gesprächen lernen wir auch viel, so geht es mir jedenfalls.